Hallo meine lieben Freunde meines Kanals, schön, dass ihr bei diesem Hörspiel wieder mit dabei seid. Heute ist Kakerlakenpartyzeit, das heißt, ihr hört heute nichts Neues, sondern die ganzen Telefonate aus der vergangenen Woche, zusammengeschnitten, nur ohne meine Kommentare dazu. Ich wünsche euch viel Spaß und gute Unterhaltung mit unserem Hörspiel Kakerlakenparty. Einen wunderschönen guten Tag. Guten Tag, tut mir leid. Grüß Gott, Thomas Schmidt, mein Name. Ganz schön leise. Da müssen wir mal doch mal an der Lautsprecherschraube drehen. Hören Sie mich? Ganz schlecht. Schlecht? Okay. Ja, sehr leise. Fast nicht zu hören. Fast nicht. Okay, ich spiele mein Bestes, dass es ganz so rangeht. Gut, ich erkläre ganz kurz mein Anliegen, wie erwähnt. Es geht ja bezüglich, dass Sie sich unsere Werbung da angemeldet haben für das Thema Traden. Ich sehe schon, also auf diesem Gespräch wird hier jetzt gerade eben nichts mehr, oder? Nee. Darf ich nur eine Frage stellen? Bist ein Betrüger. Warum unterlassen Sie Daten, wenn Sie irgendwie halt einen gewissen Unternehmen nicht möchten? Haben Sie nicht ja, gesagt, um eure Zeit zu verplempern. Super. Ja. Das habe ich doch bis jetzt tagelang nicht gehört. Aber warum machen wir sowas? Na, weil ihr Betrüger seid. Und wenn ihr mit mir redet, dann könnt ihr in der Zeit mit anderen Menschen nicht reden. Und in der Zeit könnt ihr dann andere Leute nicht verarschen. Und um ihr Geld betrügen. Woher wollen Sie das wissen, dass wir halt Betrüger sind? In dem Moment, in dem du überhaupt anrufst, weil du brauchst in Deutschland ein Double Opt-in. Und dadurch, dass du das nicht hast, also dich nicht mit einem Telefonautomaten abgesichert, dass du überhaupt anrufen darfst und dass du nicht automatisch aus Versehen irgendeinen falschen Menschen anrufst, alleine das zeigt, dass euer Callcenter illegal arbeitet und das reicht aus. Um Leute einfach habe ich doch jetzt erklärt. Wenn du gut zugehört hast, hast du es begriffen. Weil du kriminell bist, werde ich dir das Leben schwer machen. Doch, das weiß ich. Doch, das habe ich. Ich habe dir doch gerade erklärt, dass du rufst illegal an. Die arbeiten, denken halt nicht so. Warum illegal? Doch. Sie haben selber ihre Daten hinterlassen, damit man sie anrufen kann. Du bist kriminell. Du rufst. Ja, nein, nein. Dann beweise, dass ich die Daten hinterlassen habe. Mit dem Double Opt-in. Dann beweise es. Weil ich kann dir beweisen, wenn du ohne Double Opt-in anrufst, bist du kriminell. Weil du darfst in Deutschland ohne Double Opt-in die Leute nicht anrufen. Sie haben ihre Daten auf example.com hinterlassen. Gib mal bei Google ein Double Opt-in und belese dich mal dazu. Dann weißt du vielleicht auch, dass du das brauchst. Gut, aber sie suchen halt andauernd nur Seiten, wo man Daten anmelden kann. Richtig. Hinterlassen sie und dann sagen sie Double Up. Warum? Richtig. Na, wenn du anrufst ohne Double Opt-in, darfst du ja nicht. Damit bist du automatisch kriminell. Damit scheißt du automatisch auf deutsche Gesetze. Und dann werde ich dich automatisch auf YouTube veröffentlichen. Belernen Sie mich mal. Mach mir das YouTube-Programm ein bisschen interessanter. Belernen Sie mal die Leute und die anderen Callcenter, wie das Ganze funktionieren soll. Mhm. Machen wir. Zeige ich. Ganz kurz, damit das Programm interessanter, glaube ich mal. Was ist ein Double Up? Erklären Sie mal ganz kurz, was brauchen jetzt Betrügerunternehmen zu machen, damit sie halt nie mehr wieder als Betrüger genannt werden können? Da habe ich doch gerade erklärt. Du brauchst einen automatischen Anrufbeantworter, der bei mir anruft und einen PIN durchgibt, den ich dann eintrage. Und dann weißt du, ausschließlich nur so, kannst du wissen, dass das auch meine Telefonnummer ist, mit der du mich da anrufst. Ansonsten kann ich doch meine Nachbarin eintragen, meine Ex-Chefin, meine Ex, weil ich sie nicht leiden kann. Trage ich da tausendmal ein, damit ihr die denn nervt. Und genau das ist in Deutschland illegal. Und dafür brauchst du ein Double Opt-in. Damit musst du dich technisch absichern, damit du nicht aus Versehen jemanden Fremden anrufst. Weil wenn du das nicht tust, bist du automatisch in Deutschland kriminell, weil du dich nicht an ein Gesetz hältst. Okay, das heißt, du benutzt das Internet, damit du telefonieren kannst. Das macht dich jetzt nicht zu einem Betrüger oder was weiß ich, Kriminellen. Ja, du bist ja der Kriminelle. Aber wir als Unternehmen, der das Internet irgendwie dazu benutzt, dass sich zu telefonieren, sind automatisch kriminell. Das heißt doch wie anderen Großunternehmen auch, oder? Nee, das habe ich nicht gesagt. Du rufst ja die Leute an, ohne nachzufragen, ob sie das wollen. Nee, ich rufe sie an, weil sie halt Interesse gezeigt haben. Nee, das kannst du doch gar nicht wissen, ob die Telefonnummer, die dahinter steckt, Interesse gezeigt hat. Das kannst du gar nicht wissen. Das wird nirgendwo abgefragt. Zu keiner Sekunde. Wenn man die angibt und wenn man den Namen. Darf man die nicht einfach anrufen? Man darf nicht einfach jede Telefonnummer anrufen, die man da irgendwann mal eingetragen hat. Das ist in Deutschland verboten. Die Gesetze werden fast Jahr und Jahr immer schlimmer, glauben Sie mir. Also, ja, und du darfst es nicht tun. Du darfst hier nicht anrufen. Mach das aber. Schlimm. Ehrlich schlimm. Wie man seine Zeit einfach nur so verschwenden kann. Ja. Du verschwendest ja deine Lebenszeit damit, indem du Leute erpresst, Leute abzockst und danach ist eure Scheißfirma sowieso wieder offline.
Habe ich sie gezwungen, was bei uns zu machen? Nein, habe ich außerdem, nicht. Außerdem, weißt du, was noch illegal ist an deiner Firma? Du rufst mich mit einer gespufften Telefonnummer an. Mit einer was? Mit einer gespufften Telefonnummer, mit einer illegalen, gefälschten Telefonnummer. Okay. Das ist der größte Beweis, dass dein Callcenter illegal ist. Weil ich muss deine Telefonnummer, muss ich zurufen können. Und das kann man nicht. Deine Telefonnummer existiert gar nicht. Können sie auch nicht. Also nicht den ganzen Tag damit telefonieren. Es ist ja eine One-Way-Nummer. Ich muss das Telefon akzeptieren. Das ist in Deutschland auch verboten. In Deutschland, wenn mich ein Callcenter-Mitarbeiter anruft oder irgendeine Firma, dann ist es in Deutschland Gesetz, dass ich diese Telefonnummer zurückrufen können muss. Aber es macht doch keinen Sinn, wenn man die anrufen könnte. Stell dir mal vor, ich habe über 200 Gespräche am Tag und da sollte soll mich jemand so andauernd nochmal anrufen. Wie soll ich die Arbeit dann irgendwie schaffen? Das ist doch unmöglich. Es gibt ja andere, verstehst du ja nicht, dass deine Intelligenz nicht funktioniert, das hast du doch jetzt bewiesen. So, ich habe es dir doch gerade erklärt. Dann würdest du es vielleicht auch mal verstehen, was man dir sagt. Ich habe es dir doch gerade erklärt. Und du sagst wieder dazwischen. Ich habe so viele Follower, dass du jetzt irgendwie jetzt das Ganze noch interessanter machen musst. Aber kein YouTuber wie ich sollte man eh nicht beachten. Besonders, der halt einfach irgendwie auf Schimpfwörter zugreift. Ich habe doch kein Schimpfwort gesagt. Aber was bleibt dir dann von dem Clip, wenn du keine Schimpfwörter dir irgendwie da auch... Hast du noch was Interessanteres zu sagen? Nö. Also ich glaube, der Clip wird irgendwie nicht so interessant. Also so viele Klicks wirst du nicht irgendwie haben. Ach, glaub mal. Also viel rauszuholen konntest du jetzt nichts irgendwie von mir, aber... Muss ich auch nicht. Das zeigt eigentlich nur, wie du intelligent bist im Endeffekt. Ich weiß nicht. Tja, letztendlich bin ich nicht der Kriminelle, du bist der Kriminelle. Das behauptest nur du, ich hab's nicht gesagt. Also deine Meinung, jeder hat recht auf seine das eigene Meinung. Das behaupte ich nicht, das beweist du ja, indem du mit einer gespufften Telefonnummer anrufst, denn das ist illegal und du rufst auch illegal auf dieser Nummer hier an. Also du machst dich gleich mit zwei Sachen gleichzeitig strafbar und merkst es nicht mal und versuchst dich dann noch irgendwie mit irgendeinem sinnlosen Quatsch rauszureden. YouTuber, keine Ahnung, irgend so ein YouTuber. Soll ja was Interessantes natürlich auch mal drauf haben. Ja. Ja, keine Ahnung, der meint, dass wir irgendwie illegale Unternehmen sind, die gespufft hat, Handynummer anrufen, was weiß ich. Und also, jetzt beschimpft er mich die ganze Zeit, keine Ahnung. Hat er die Daten hinterlegt? Ja, hat er hinterlegt, aber der meint, ja. Ich weiß nicht. Was machst du denn jetzt mit dem? Ich weiß nicht, was ich mit dem machen soll. Ein Bierchen zu trinken oder? Ja, vielleicht. Woher kommt der denn? Keine Ahnung. Hast mal Bock, ein Bier? Was? Ist der schon zusammen? Nicht mit Kriminellen. Lass mal treffen. Nö. Ich sag ja, glaubst du ja nur du. Jeder hat recht auf seine eigene Meinung, besonders jetzt in Deutschland natürlich auch. Gut, dass ich die nächste halbe Stunde keinen Termin habe. Dass wir ein bisschen mal die Zeit vergehen. Ja. Gut. Was gibt's noch Neues? Mit dir? Schon ein paar neue Clips draufgetan? Hey, ja, wie heißt dein YouTube-Kanal? Callcenter-Betrug. Google mal, ich will mal sehen. Schau, wie viel du Abonnenten hast. Callcenter-Abzocke. Was gibt's da noch so? Ist es das? Nee. Ja, wie Callcenter-Betrug einfach nur, oder? Wie heißt dein Kanal? F-U-N. Christian? Nein, das ist nicht der Christian. Christian macht professioneller. Der hat mehr Fantasie. Ist so ein Knöpf, der hat keine Ahnung. Lass mal schauen. Was gibt's denn noch? Ich kann dich nicht finden. Also so wenig Follower hast du, dass du nicht mal auf die Suchleiste kommst. Nein, Callcenter Abzocke, das ist er nicht. Nee. Betrug meint er, ja? Irgendwas Callcenter Betrug, keine Ahnung. Ja, hab ich doch gesagt, Callcenter Fun. Callcenter Fun. Ach, das ist ja. Davon. Okay, da haben wir dich. Was haben wir? Nein, das ist ein Zimmer sein. Ich will mal seine Stimme. Willst du mal seine Stimme? Ja. Hallo? 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 Ich bin jetzt der Kollege, ich habe mal kurz übernommen. Also du bist der andere Kriminelle aus dem Callcenter. Wenn Sie das jetzt meinen? Dann okay. Nee, das meine ich nicht, das weiß ich. Ihr ruft mit einer gespufften Rufnummer auf einer nicht freigestellten Telefonnummer an. Aber Sie sind nicht von Callcenter Fun. Meinst du? Sie sind jetzt nicht von Callcenter Fun. Die Stimme würde ich erkennen. Aha. Ich folge schon dem Kanal. Aha. Ja. Aber das sind Sie nicht. Na dann. Aha. Aber das sind Sie bestimmt nicht. Na dann warte mal ab. Wollen Sie mal die Originalstimme hören? Gib mir mein Handy da. Dein Gammel-Handy brauche ich nicht. Abspielen? Nee, ich wollte dir was jetzt abspielen von Callcenter Fun, dann kannst du ja seine Stimme hören. Also die Originalstimme von den YouTuber.
Dann kannst du mal schauen, wie es so klingelt. Also bestimmt sind sie jetzt nicht von Callcenter dran. Na, ich dachte jetzt wirklich, das ist der Originale. Deswegen wollte ich mit denen sprechen, aber nee, ist ja nicht. Entschuldigung, mit Fakes gebe ich mich nicht aus. Ich gebe mal wieder weiter. Da haben sie den Kollegen gerade sehr enttäuscht. Er dachte, ja, passiert. Ist nicht schlimm. Aber ihr seid ja eh nur Abschaum. Okay, schau mal. Entweder, ich dachte, das ist Christian. Christian kenne ich ja, der arbeitet mit dem Typen. Christian heißt er. Nee, seinen richtigen Namen gibt es nicht. Ja. Also ich kenne Christian, der arbeitet mit ihm zusammen. Ich dachte, das ist sein Kollege. Nee, ist er nicht. Das ist der mächtige YouTuber, der einen neuen Kanal irgendwie halt geöffnet hat und in dem Sinne einfach mal jetzt... Man flimpert nicht mit Fakes seine Zeit. Meinst du, oder? Ja. Uninteressant. Okay, gut. Hast du selber gehört? Wenn er so wenigstens ein wirklich YouTube-Kanal hätte, ja, jetzt anschauen könnte, wäre es okay. Wäre vielleicht, ja, könnten wir uns da über... Schau mal, der braucht auch eine gewisse Arbeit, verstehst du mich? Das macht bestimmt auch nicht zu Hause. Ja. Hat sich, kam auf die Idee, weißt du was, ich lasse einfach mal, keine Ahnung, was der macht, aber wie erwähnt, er lässt bestimmt so seine Daten überall hin und damit er einfach Materialien sammeln kann von verschiedenen Callcenters. Und er denkt, dass jetzt ein YouTube-Star irgendwie drauf sitzt. Bestimmt. So bestimmt. Ja, meinst du? Gib ihm mal ein paar Tipps, Mann. Gib ihm mal ein paar Tipps, wie er YouTube-Kanal aufmacht. Ja, erstmal sollte er aufhören zu fluchen, das wäre das Beste, glaub mir. Sollte schon die Geschichten irgendwie spannender machen, interessanter. Das ist ein Rat von allen Kollegen hier, soll ich mal so sagen. Wer weiß, vielleicht folgen wir dir auch irgendwie mal mit der Zeit. Aber wenn du gut bist. Aber wenn du gut bist, genau. Wenn ein guter YouTuber bist, dann können wir dir folgen. So nicht. Oh Mann. Ich bin gespannt, was er da so abschneiden wird, also was er daraus machen wird, wie gut er halt im Cutting ist. Siehst du nicht, das kannst du nicht auf diesem Kanal sehen. Dann ist nicht der Original. Er meint, er wird uns da irgendwie jetzt da. Ah, okay. Und ja, bei, wie heißt er? Flitzekacke. Also. Na. Felix Flitzekacke. Ja, gut, der andere, der hat da originellere Namen. Originellere, ja? Ja, ja, ja. Sag ja, der ist neu. Der ist neu. Ja? Ja, aber das ist ja fake. Ein Noob, wie man so sagen würde in der Game-Welt. Okay, ich glaube, das war's. Guten Tag. Ja, guten Tag, Herr Gerald. Ja? Wollen Sie mich nicht mit dem Nachnamen ansprechen? Wie bitte? Ja, wollen Sie mich nicht mit meinem Nachnamen ansprechen? Ja, hallo, mein Name ist Thomas, ich bin Ihr Account-Manager. Ja, von wem sind Sie denn der Account-Manager? Ja, von dem, Ja, von wem? Von wem? Ja, das können Sie nicht beantworten, oder wie? Na, wahrscheinlich nicht. Oh, ja, hallo, etwas schlimm war mit Internetverbindung. Nee, Sie haben ein Mikrofon gestummt, da war nichts mit der Internetverbindung. Das hat man gehört, dass Sie den Knopf gedrückt haben. Okay, so, Sie haben bei uns im Mediator Ja, wer ist denn Sie? Wen möchten Sie denn sprechen? Ich möchte mit Sie sprechen, ja? Ja, und wer bin ich? Wie bitte? Ja, wer bin ich denn? Aha. So, haben Sie im Mediator Entschuldigung? Ich habe Ihnen eine Frage gestellt. Würden Sie die bitte mal beantworten? Ja, genau. Ich habe eine... Also kann es sein, dass Sie irgendwie geistig ein bisschen zurückgeblieben sind? Ja, nein, das ist okay. Ich habe im Media... Ich habe Ihnen eine Frage gestellt. Naja, und ich habe eine Frage. Haben. Ja, wen möchten Sie sprechen? Können Sie bitte noch einmal fragen? Ja, wen möchten Sie sprechen? Sie sprechen mit Account Manager. Und wen möchten Sie sprechen? Mit wem? Ja, mit wen Sie möchten Sie sprechen? Wen möchten Sie sprechen? Was? Wiederholen Sie bitte nochmal Frage. Wen Sie sprechen möchten? Wen? Ja. Oh. Was? Also, Intelligenz ist nicht vorhanden, ne? Kommt da jetzt noch was oder muss dein Kollege dir jetzt erstmal alles wieder vorsagen? Du machst doch den Job jetzt schon etwas länger. Ja. Ich habe mal jetzt schon mehrfach gehört. Aber deine Intelligenz hat sich nicht verbessert und dein Deutsch auch nicht.
Haben wir hier das in bei uns hinterlassen? Wen möchten Sie denn sprechen? Herr Gerrit, haben Sie Ihre Daten hinterlassen? Wen möchten Sie denn sprechen? Ich möchte mit Ihnen über unsere Handelsplattform sprechen. Ja, und wer bin ich? Was? Ja, wer bin ich denn? Nicht. Ja, also woher wollen Sie denn wissen, dass Sie mit mir sprechen, wenn Sie vorher nicht mal abklären, ob Sie mit mir überhaupt sprechen wollen? Ja, aber Sie haben selbst... Wir rufen ja lieber auf einer Diskothek an mit Menschen, die kein Wort Deutsch können. Schöne Diskothek habt ihr da im Hintergrund. Ja, jetzt hat er keine Schule, aber Sie haben bei uns Ihre Daten hinterlassen, ja? Wen möchten Sie denn sprechen? Dann können wir ja mal abklären, ob ich die Daten hinterlassen habe. Ja, ich glaube, wir nicht sprechen. Ja, so. Wen möchten Sie sprechen? Wen? Mit Ihnen? Ja, mit Ihnen natürlich. Ja, mit Ihnen? Wer ist denn mit Ihnen? Ihnen sprechen darüber. Ich heiße nicht Herr Ihnen. So heiße ich nicht. Den haben Sie sich verwählt. Sie heißen Gerald. Ja, nee. Gerald, Gubersfeller, ja. Was? Gerald Gubersfeller, ist das dein Name? Ich verstehe Sie nicht. Es ist viel zu laut bei Ihnen. Viel zu laut? Ja, die Musik könnte man mal ein bisschen leiser machen. Oder aus. Ja, entschuldigen, für diese, aber, Naja, dann machen Sie mal ein bisschen leiser bei der Musik. Ich habe es richtig verstanden. Ja, ich warte so lange, bis die Musik leiser ist. Guten Tag. Hallo. Ja. Hallo. Ja. Ich bin Lisa Weber am Apparat und ich rufe Ihnen an, wegen Sie haben Interesse gezeigt für Onlinehandel. Wen möchten Sie denn sprechen? Ich spreche mich mit Herrn Falster zu schlagen. Und mein Name ist Lisa Weber. Ja? Ja. Und ich bin Ihr Account Manager und ich helfe Ihnen, mit Ihrem Konto zu aktivieren. Welches Konto? Es ist ein Konto, wo Sie können Online-Investitionen machen. Haben Sie da auch Bananen? Bitte? Ob Sie da auch Bananen haben? Ja, bitte noch einmal? Ja, mit der Salmonellenvergiftung gestern. Ja, es ist online und geht über diese Kryptowährungen wie Bitcoin. Haben Sie über alles gehört? Wissen Sie, ich bin ja gestern spazieren gewesen und dann war da auf einmal so ein kleiner Käfer. Und dann habe ich da mal mir den Käfer mal beobachtet und dann dachte ich kann den vielleicht mal streicheln. Und, ja, und dann bin ich einfach mit meiner Hand näher gekommen und habe den Käfer streicheln wollen. Und dann ist der einfach weggeflogen. Einfach so. Ja, ohne mich zu fragen. Bitte? Ja, so einfach abgehauen. Okay, und wann haben Sie Zeit? So, wir können vielleicht einen Termin verlassen. Was? Wir können einen Termin für heute vereinbaren. Wegen dem Käfer jetzt, oder was? Kann man den denn streicheln? Bringen Sie den denn mit? Wir können zusammen einen Termin vereinbaren. Und ich gebe Ihnen mehr Infos über diese Online-Investitionen. Ja. Und über alles. Na, dann erzählen Sie mal. Bitte? Na, dann erzählen Sie mal. Ja, wir können es machen. Aber haben Sie Zeit jetzt oder sind Sie zur Arbeit? Ich sitze gerade auf dem Klo, also habe ich Zeit. Sie haben Zeit jetzt? Ja, ich mache gerade eine Sitzung. Okay. Und haben Sie ein anderes Handy oder Computer dort? Na, Sie wollten mir doch jetzt was erklären. Ja, ich werde Ihnen alles erklären. Und ja. Wir müssen ein Programm herunterladen, wo Sie können alles Infos anschauen. Ja? Ja, vor der Praxis kommt ja erstmal die Theorie, also gehen wir das jetzt erstmal trocken durch. Wir sind ja hier in Deutschland, da macht man ja alles doppelt. Bitte? Ja, gehen wir erstmal trocken durch. Ja, es ist auch in Deutschland. Und jetzt, haben Sie iPhone oder eine Samsung? Gut, wollen Sie das wissen? Nein. Ich würde Ihnen mehr Infos erklären. Naja, aber dann brauchen Sie doch nicht mein Telefon wissen. Erklären Sie Bitte? Doch Ihre. Bitte noch einmal? Ja, dann erklären Sie doch. Ja, ich will, aber Sie müssen ein Programm herunterladen, wo Sie können mehr Infos anschauen. Programm. Bitte?
Ihr erklären geht doch erstmal ohne Programm. Dann erklären Sie es doch jetzt mal. Ja, ich hab Ihnen schon erklärt. Nee, ich bin Ihre Accountmanagerin und helfe Ihnen, mit Ihrem Konto zu aktivieren, wo Sie können Online-Investitionen machen. Ja, und da wollten Sie mir jetzt was erklären, aber das haben Sie ja noch nicht. Okay, haben Sie WhatsApp mit der gleichen Nummer, so ich kann dort ein die Auskunft schicken? Nee, Sie sollen mir die vorlesen. Ja, warum höre ich Sie denn jetzt nicht? Ich will mir jetzt was erklären. Hallo, guten Tag. Guten Tag. Spreche ich mit Herr Pfester? Nee, Herr Zuschlagen. Ah, okay, in Ordnung. So, sagen Sie mir bitte, wofür sind Sie interessiert? Ja, was soll ich denn interessiert sein? Bitte? Wer sind Sie denn jetzt überhaupt? Warum sind Sie denn jetzt am Telefon? So, ich bin Michael Adams am Apparat. Ja, und warum sind Sie jetzt am Apparat? Weil ich hab deine Mutter gefickt. Verpiss dich, Hurensohn. Also sind Sie Betrüger? Ja. Hallo, guten Tag. Guten Tag. Lisa Weber am Apparat. Hallo. Ja, mir geht's in Zücken, danke schön. Und selber? Bitte? Ja, mir geht's in Zücken, danke schön. Und selber? Hallo. Guten Tag. Hallo. Guten Tag. Tag. Lisa Weber am Apparat. Spreche ich gerade mit Herr Günther? Das ist mein Vorname. Ja? Mit wem möchten Sie dann sprechen? Mit Ihnen. Ja, Sie haben ja meinen vollen Namen nicht genannt. Dann kann ich auch nicht wissen, ob Sie mich meinen. Aber das ist Ihr Vorname, ja? Ja, wen möchten Sie denn jetzt genau sprechen? Mit Ihnen. Nee, mit Ihnen ist ja kein Nachname. Okay. Stinkezeh, ja. Ja. Okay, ich rufe Ihnen an, wegen Sie haben Interesse gezeigt für Onlinehandel. Ja, hallo? Ja, hallo? Und ich bin Ihre Account Managerin. Ich helfe Ihnen mit Ihrem Konto zu aktivieren und dann Sie können Online-Investitionen machen. Ja? Haben Sie mir verstanden? Machen Sie da jetzt immer eine Stunde Pause zwischen oder wollen Sie jetzt mal erzählen, warum Sie anrufen? Ja? Wann? Na, was ist denn jetzt der Grund Ihres Anrufs? Bitte? Danke. Herr Günther. Nein. Wie nein? Sie haben mich nicht mit meinem Vornamen anzusprechen. Okay, Herr Stinkesee. Ja. Können wir heute Ihr Konto aktivieren? Weiß ich nicht, ob Sie das können. Kommt ja ganz auf Ihre Intelligenz an. Geht über Onlinehandel. Und Sie können Investitionen machen. Ja? Ja, was denn, ja? Bitte? Danke. Guten Tag. Ja, hallo, schönen guten Tag. Stefan Meyer, ja? Ich grüße Sie erstmal. Und zwar, ich rufe heute an, um Ihnen ein paar Informationen über Onlinehandel zu teilen, Online-Trading. Wissen Sie vielleicht, was es ist, oder haben Sie irgendwelche Erfahrungen damit gemacht? Wer möchten Sie denn sprechen? Mit Herrn Hartmut Knusprig. Knusprig, meinen Sie? Ja, genau. Ja. Sind Sie hier, ja? Mhm. Und zwar, wenn ich Sie fragen darf, wissen Sie überhaupt, was Onlinehandel ist, oder haben Sie irgendwelche Erfahrungen gemacht? Nö. Onlinehandel, ich erkläre Ihnen ganz kurz, es geht ganz genau mit Kryptowährungen, Rohstoffen, Aktien, auf Deutsch zu sagen, Investitionen in der Börse, ja? Und ich wollte Ihnen ja dann ein bisschen erklären, wie das alles ganz genau funktioniert, ja? Na dann mal los. Okay, Onlinehandel geht es zum Beispiel, ich nenne Ihnen ein Beispiel von Kryptowährungen. Und ich nehme es an, den berühmten Kryptowährungen, haben Sie auch schon mal vielleicht davon gehört, von Bitcoin? Nee. Bitcoin ist eine der berühmten Kryptowährungen zurzeit und es geht ganz genau jetzt mit dem Kauf und Verkauf von dieser Sache.
Ja? Aha. Und zum Beispiel, es funktioniert ganz genau, Sie würden ja Bitcoin zum Beispiel oder eine andere Kryptowährung oder Aktien ist ja immer in Ihrer Hand, würden Sie das mit einem billigen Preis kaufen und nach einer Zeit würden Sie das mit einem höheren Preis verkaufen. Zum Beispiel nach einer Zeit, was heißt nach einer Zeit? Zum Beispiel nach 2-3 Tagen zum Beispiel, ja? Also Sie meinen, ich bereichere mich an dem Verlust anderer Menschen? Ja, also das wird es ja auch keinen Verlust geben, weil Sie würden auch einen Expert von unserem Unternehmen bekommen und Sie würden bei Ihnen versichert sein. Versichert? Ja, was heißt versichert? Also es kommt darauf an, Verluste kann man haben, zum Beispiel 10 Euro oder 20 Euro, aber nicht, dass Sie 100 oder 200 Euro verlieren. 10, 20 Euro zum Beispiel kann man Verluste haben, ja, aber größere Summen, nein, es wird ja auch nicht dazu kommen, dass Sie auch verlieren, wenn Sie auch mit einem von unseren Experten machen. Und natürlich, wenn Sie auch ja an unsere Experten zuhören, ja? Weil bei unserem Unternehmen, es ging auch so, wir hatten auch Kunden, die ja, der Experte hat gesagt, heute sollen Sie ja nicht zum Beispiel investieren, weil heute ist ja Risiko, heute warten wir, dass zum Beispiel die Kryptowährung senken. Die Kunden haben dann nicht auf den Experten gehört, die haben das Geld investiert, danach verloren, aber da hat ja keiner Schuld. Also wenn Sie auf den Experten nicht hören, dann hat er keine Schultern, ja? Woher weiß der das? Weil er bekommt die Informationen von Chicagos Börse und von Wall Street auch. Er bekommt überall die ersten Informationen. Und woher wissen die das? Woher weiß ich was? Nee, woher weiß die Wall Street das? Nochmal bitte? Ja, woher weiß die das? Die Straße. Woher kann die das wissen vorher? Welche Straße? Na, die Waldstraße. Nein, er bekommt von die Chicagos Börse die Informationen. Ja, und woher hat die Börse die Information? Ja, also die Börse hat ja seine Informationen, weil damit beschäftigen die auch. Ach, also, die sind ja ein Lügner. Warum bin ich ein Lügner? Naja, weil sie Scheiße erzählen. Wer erzählt hier Scheiße? Ich erkläre Ihnen, wie das funktioniert. Möchten Sie mich verarschen oder was? Ja, Sie verarschen doch mich. Oder versuchen es zumindest. Aber ich bin ja nicht so blöd. Ich versuche und ich mache ja auch nichts, weil ich sage Ihnen die Informationen so, wie es sind. Nee, Sie sagen keine Informationen, Sie erzählen Lügenmärchen. Sie haben ja keine Ahnung von Onlinehandel. Woher sollen Sie dann Ahnung haben, was ich ja, hier rede? Ja, aber du hast ja als Recht keine Ahnung. Ich habe natürlich Ahnung, weil wenn ich keine Ahnung hätte, könnte ich Ihnen das alles nicht erzählen. Das ist ja Blödsinn, was du da erzählst. Verpiss dich, du Hurensohn. Ach, guck, diesmal habe ich doch recht. Guten Tag. Guten Tag, schön. Ich bin der Gerold Steiner. Ja. Ich melde mich aus der Verwaltungszentrale der GWS aus München. Sie haben mir aktives Gewinnspiel Lottospiel noch nicht gekündigt. War das mit Absicht oder wollten Sie es 12 Monate kostenpflichtig weiterspielen? Oder haben Sie es vergessen zu kündigen? Ich habe nicht vergessen zu kündigen, weil ich kein Gewinnspiel mitgespielt habe. Sie haben sich ja vor 4 Monaten über das Internet registriert für 3 Monate kostenfrei bei dem Jubiläumsgewinnspiel der staatlichen Lotterie mitzuspielen. Da hatte ja jeder Bürger die Möglichkeit, 3 Monate lang ohne Geldeinsätze Bargeldgewinne ziehen zu können. Da haben sie sich mit ihren kompletten Daten registriert und diese kostenfreien Monate aktiviert. In den AGBs bei der Teilnahmebedingungen stand ja drinne, dass Sie die kostenfreien Monate bitte für das Gericht kündigen müssen, wenn Sie nicht diese 12 Monate weiterspielen und zahlen wollten. Das ist ja nicht geschehen. Wir sind gesetzlich verpflichtet, Ihnen nochmals anzurufen, um Ihnen das mitzuteilen. Das ist ja Quatsch. Keiner ist gesetzlich dazu verpflichtet, jemanden anzurufen, um Bescheid zu sagen, dass Sie ein Abo kündigen wollen. Die sind nichts anderes als Betrüger. Ich leite Ihre Akte unbearbeitet an Obstzentrale weiter. Die Kollegen werden das überprüfen und sich wiederfinden. Tschüss. Ist das Ja? Ja, schönen guten Tag, Emily Automobil. Spreche ich mit Herrn Madet? Ja? Schön, Sie zu erreichen. Ich rufe Ihnen aus dem Unternehmen Kraken. Es geht über das Thema Onlinehandel. Mhm. Haben Sie Erfahrung damit? Nee. Wissen Sie schon, was Onlinehandel ist? Nee. So, Onlinehandel ist Online-Geld zu erwerben durch die Börse, Investitionen. Ja, Börse mit Forex, Weltpapier, Aktien, Kryptowährungen, Rohstoffe und so weiter. Mhm. Vielleicht Sie haben gehört, wie kann man Geld selber schaffen, zu Hause eine Arbeit zu haben. Sie sprechen so gelangweilt. Wie bitte? Sie sprechen so gelangweilt. Langsam oder? Nee, gelangweilt. Gelangweilt? Gelangweilt. Ich bin ein bisschen müde, deswegen. Mhm. Okay.
So, Herr Madet, bei mir steht, Sie haben ein bisschen nachgeforscht über diese Sache und deswegen, ich habe Ihnen angerufen, ein paar Informationen zu geben. So, und wenn das möglich ist, ich nehme bei Ihnen 2 Minuten Zeit und ich erkläre für Sie weiter. Mhm. Okay, unser Unternehmen heißt Kraken, mit dieser Seite, mit dieser Plattform. Wir arbeiten seit 10 Jahren und unsere Hauptsitz ist in USA, in San Francisco. Aber wir haben viel alles, so in Österreich, Schweiz und Deutschland. Ich rufe ihn aus Deutschland, weil wir arbeiten mit deutschen Kunden. So, alles die neue Kunde bei uns muss mal eine Konto zu eröffnen. Eine Konto bei uns zu eröffnen ist kostenlos, kostet Ihnen gar nicht. Hören Sie mich, Herr Madet? Mhm. Ja? Mhm. Sind Sie aufmüde? Mhm. Okay, muss ich weiter zu erklären? Hm? Ich mag nicht diese Antworten. Können Sie ein bisschen sprechen? Wieso nicht? Was passiert, Herr Mader? Na, was soll passiert sein? Wieso sprechen Sie nicht? Ich spreche doch. Wie bitte? Ich spreche doch. Okay, kann ich weiter zu erklären oder nicht? Ja, dann fangen Sie nochmal von vorne an. Wie bitte? Ja. Okay, haben Sie Interesse für diese Sache? Mhm. Mhm. Oder nicht? Mhm. Was bedeutet mhm? Das ist die Antwort auf Ihre Frage. Wie bitte? Ja. Noch einmal? Mhm. Herr Madam, ich habe keine Zeit, mit Ihnen Spaß zu machen. Hören Sie mich lachen? Können, was? Hören Sie mich lachen? Wieso? Na, sehen Sie. Okay, Herr Made, ich wünsche Ihnen alles Gute. Betrüger. Wie bitte? Sie sind Betrüger, eine kriminelle Betrügerin. Was willst du sagen? Sie sind eine kriminelle Betrügerin. Ah, wo wissen Sie das? Ja, weil Sie sind halt irgend so eine Kakerlake, ne? Die es auf Deutsch aber versucht, die Leute zu veräppeln. Sie sind so unhöflich. Ja, ist nicht schlimm. Dafür bin ich kein Betrüger. Tschüss, du Blöder. Jetzt hast du es auch noch bestätigt, du Kakerlake. Ja. Ja, hallo, schönen guten Tag. Lisa Müller hier am Apparat. Spreche ich gerade mit dem Herrn Bastian? Kacke fein. Super, das freut mich, Herr. Ich rufe Sie heute an, der Herr. Wie bitte? Ja, nur, ich rufe Sie heute an, der Herr von einer Marketingabteilung, weil Sie zuletzt bei uns eine Nachforschung getätigt haben über das Thema Online-Trading und Online-Handel. Ich weiß nicht, ob Sie sich noch vielleicht daran erinnern können. Die Leitung ist scheiße, man kann Sie nicht hören. Tut mir leid, Herr. Können Sie mich jetzt besser hören? Nee, Ihre Leitung ist scheiße. Hallo? Okay, tut mir leid, dass die Störung war. Ciao. Ja, bitte? Hallo, schönen guten Tag, Herr Steiner. Mhm. Lukas Reck am Apparat und ich melde mich von Europe Market Handels Plattform. Es geht über Online-Investitionen an der Börse. Aha. Und das Grund meines Anrufs ist wegen Ihrer Anmeldung in unserem Unternehmen. Haben Sie früher mit dem Online-Handel zu tun gehabt oder ist das erste Mal, dass Sie traden möchten? Ich habe mich nicht angemeldet. Also, wir haben eine Anmeldung bekommen von Herrn Gerold Steiner, eine Handynummer und eine E-Mail-Adresse. Kann ja gar nicht sein. Also mit dem Online-Handel, haben Sie zu tun gehabt? Nein. Nee? Nee. Und möchten Sie also probieren, wie es läuft? Weil Sie wissen schon, dass das ein illegaler Werbeanruf ist, ne? Wie bitte? Das ist ein illegaler Werbeanruf, das Sie hier gerade machen. Und wieso denken Sie so? Ich denke nicht so, so ist die offizielle Gesetzlage. Die offizielle Gesetzlage? Ja. Ja, aber woher wissen Sie, dass das ein illegaler Anruf ist? Ja, indem ich lesen kann, die Gesetze. Die Gesetze? Ja. Und die Gesetze sagen, dass ein illegaler Anruf ist? Ja. Illegaler Anruf? Richtig. Also, die Gesetze sagen viel, aber... Das sagen Sie auf jeden Fall. Also, mit den Investitionen an der Börse, möchten Sie also zu tun haben? Also, irgendwie zweifle ich gerade wirklich ganz stark an ihrer geistigen Kompetenz. Also, wir sind ein sehr seriöses Unternehmen. Wir haben über 100... Sie rufen ja illegal an, also können Sie ja gar kein seriöses Unternehmen sein. Aber wie können Sie mir das prüfen, bitte? Wie ist das ein illegaler Anruf?
Ja, erstens habe ich Ihnen nicht meine Handynummer gegeben und zweitens ist der Charakter Gerold Steiner nun schon so alt, den habe ich jetzt bestimmt schon seit 5-6 Monaten nirgendwo mehr eingetragen. Und Sie rufen immer noch an. Also, das ist mein erster Anruf? Nee. Dass ich Sie angerufen habe und ich rufe Sie an nur wegen Ihrer Anmeldung, weil ich rufe Leute nicht. Ich bin ja nicht angemeldet. Ich rufe Leute nicht umsonst. Doch, der Anruf hier ist definitiv doch umsonst. Okay, dann warum machen Sie so Anmeldung umsonst? Habe ich ja nicht. Habe ich Ihnen ja gesagt, doch, ich habe mich nicht angemeldet. Haben Sie gemacht. Seit einem halben Jahr melde ich mich mit dem Charakter gar nicht mehr an. Ja, ich habe auch Sie nicht angerufen. Natürlich haben Sie mich angerufen. Wie natürlich habe ich Sie angerufen? Sie auch haben natürlich die Anmeldung gemacht? Nee. Also nur, wenn Sie gefällt, Sie es ist so. Wenn Sie nicht gefällt, es ist nicht so. So funktioniert es. Also Sie wissen gar nichts, wie es funktioniert? Doch, weiß ich weil nicht. Weil es funktioniert, wir haben ein Unternehmen. Wir haben über... Nee, ihr seid ein Betrügerunternehmen, aber kein Unternehmen. Also Sie können, das ist Ihre Meinung. Ich kann nee, Ihre das Meinung ist nicht meine Meinung, das sind Fakten. Also, das sind Fakten. Ja. Okay, zeigen Sie mir die Fakten denn. Ja, dann muss er einfach mal Google benutzen und dann weiß es schon. Aber ja, okay, wie gesagt, nutzen ja Sie Google. Es ist nicht schwer, Google zu benutzen. Ja. Nutzen Sie bitte. Ja, mach doch selber. Nutzen Sie. Das war deine Aufgabe, nicht meine. Nee, ich weiß, was ich mache. Ja, Sie illegal wissen arbeiten, nicht, was Sie machen. Das machst du. Das weißt du aber auch. Was für eine Betrügen. Ja, du brauchst nicht deine Märchengeschichten erzählen. Das war langweilig. Also, sagen Sie einfach, ich habe kein Interesse, ich bin falsch angemeldet und so. Woran soll ich denn kein Interesse das, haben, wenn ich mich gar nicht das, angemeldet habe? Ich habe mich ja nicht das angemeldet. Dürfen das, Sie, das dürfen Sie nicht sagen. Doch, darf das ich. Dürfen doch, Sie nicht sagen. Doch, nee, du bist kriminell. Du bist kriminell und du bist auch ein Betrüger. Und du bist deine eine Schwanzlutscher. Du bist eine Schwanzlutscher. Siehst du, das sagen nur die Betrüger. Der Hurensohn. Ja. Das sagen nur die Betrüger. Ja. Hallo. Ja. Spreche ich mit Knuspring? Ja, mit wem spreche ich denn? Grüße Sie. Lukas Herrmann ist mein Name und ich melde aus dem FCA Finanzinstitut in Großbritannien. Das ist ja Quatsch. Die rufen was nicht haben an. Sie, was haben Sie gesagt? FCA ruft die Leute nicht an. Woher wissen Sie das? Ja, das weiß man. Dass Finanzinstitute nicht anrufen. Wo schreibt das? Ja, ist doch logisch. Es ist doch einfach nur eine logische Schlussfolgerung. Es ist nicht logisch, das, was Sie sagen. Von welcher Firma aus rufen Sie denn an? Habe ich es Ihnen schon gesagt, von Financial Conduct Authority. Nee, das ist Quatsch. Wenn Sie denken, dass Quatsch ist, schauen Sie. Nee. Erstmal müssten Sie es hören, was ich zu sagen habe. Nee. Erstmal müssen Sie beweisen, wo Sie meine Daten haben. Es ist mir scheißegal, denn es wird für Sie Konsequenzen haben, nicht für mich. Ja, das interessiert mich ja nicht. Sie werden von so, ich werde Ihnen nie wieder kontaktieren. Ja, es wird nur für Sie ein Schaden sein, nicht für mich. Einen schönen Tag wünsche ich Ihnen. Sein. Ja. Hallo. Ja. Hallo. Ja. Einen schönen guten Tag. Vanessa Johnson Apparat. Ich grüße Sie. Ich melde mich von der Firma Investing Academy von Deutsche Börse. Haben Sie gehört? Habe ich gesagt. Ich melde mich von der Firma Investing Academy von der globalen Börse. Haben Sie gehört? Ja, wie gesagt. Ich melde mich von der Firma Investing Academy. Hören Sie mich jetzt? Es ist so schön, dass Sie das permanent wiederholen. Noch einmal bitte? Es ist so schön, dass Sie das permanent wiederholen. Was möchten Sie denn? Ich melde mich von der Firma Investing Academy von der globalen Börse. Ach, es geht über von vorne durchlesen. Es geht über Bitcoin, Kryptowährungen, Aktien, Rohstoffe. Ja? Hören Sie mich? Ja, was möchten Sie denn jetzt? Ja, wir haben Ihre Daten erhalten, dass Sie Interesse gezeigt über Onlinehandel. Deswegen ich habe gerade angerufen, weil ich möchte mit Ihnen ein nur sichere Informationen mitteilen, ja? Wer hat Ihnen die Daten gegeben? Aber Sie haben eine Anmeldung gemacht über Onlinehandel. Sie haben gerade gesagt, Sie haben die Daten bekommen. Von wem denn? Wenn ich fragen darf, haben Sie Erfahrung mit Onlinehandel? Ich habe zuerst was gefragt. Noch einmal bitte? Ich habe zuerst gefragt. Haben Sie Erfahrung? Ja oder nein? Ich habe zuerst gefragt. Ich möchte meine Frage beantwortet bekommen. Okay. Warten Sie, ich verbinde mit unseren Experten und er werde alle erklären, wie die ganze Arbeit funktioniert bei uns, ja? Ich würde gerne mal meine Frage beantwortet bekommen.
Ja, bitte? Hallo? Ja, was möchten Sie denn? Also, mit wem spreche ich? Ja, den Sie angerufen haben. Ja, haben Sie ja doch mal seinen Namen. Ich habe doch mal diesen Anruf bekommen von meinem Assistenten. Wie heißen Sie denn? Ja, das steht doch in Ihrem Computer, oder nicht? Ja, sagen Sie doch mal bitte Ihren Namen, weil die hat doch mal das Anruf zu mir weitergeleitet. Wie ist ja. Ihr Name, bitte? Das werde ich Ihnen nicht verraten. Was ist denn jetzt der Grund Ihres Anrufs? Ja, macht es das Spaß, dass ich doch mal sowas, also ich werde doch mal das sofort als eine Anzeige machen, ja. Also dass Sie mit dem Spieler so im Internet und Sie werden doch mal das schauen. Doch so kleine. Ja, bei Ihnen läuft wohl irgendwas im Gehirn nicht richtig. Tja. Du Hurensohn. Mhm, genau, das denke ich mal, dass Ihr Anruf dann von einer Betrügerfirma. Guten Tag. Wie kann ich denn behilflich sein? Man kann dich hören. Ja, bitte. Hallo, Herr Kohl? Mhm. Guten Tag, Diana Stein am Apparat. Ich rufe Sie von Express Trade an. Wie geht es Ihnen? Ja, ganz gut. Super. Herr Kohl, Sie hatten sich vor circa einem Monat registriert und ich rufe Sie für die Kontoaktivierung an, ob Sie ein Konto aktivieren möchten. Aha. Es handelt sich um eine Handelsplattform. Sie können mit 250 Euro ein Konto aktivieren, erhalten auch einen Kontoberater kostenlos. Würde Sie das interessieren? Nee. Mhm. Haben Sie Ihre Meinung geändert oder können Sie sich an die Registrierung nicht erinnern? Letzteres. Aha, es kann nämlich sein, dass Sie das über Facebook oder so gemacht haben und deshalb vielleicht sich nicht erinnern können. Mhm. Okay, dann trage ich hier ein, dass Sie nicht interessiert sind. Ja. Alles klar. Vielen Dank für die Info. Winke, winke. Wiederhören. Ja, bitte. Hallo, schönen guten Tag, Herr Tuffel, ich grüße Sie. Mhm. Der Mark am Apparat, ich will mich von Trader Active und es geht um Online-Handel, Herr Tuffel. Mhm. Wissen Sie, Sie auf mich? Ich komme auf Sie, weil Sie haben vor ein paar Wochen eine Anmeldung, ja, Sie haben Interesse gezeigt an Online-Handel. Deswegen habe ich Sie jetzt angerufen. Ja, aber woher haben Sie denn die Genehmigung, mich anzurufen? Das habe ich ja damit nicht unterschrieben. Sie brauchen nicht zu unterschreiben, wenn Sie da durch eine Werbung Ihren Namen, Vorname, E-Mail-Adresse und Ihre Telefonnummer geben, das bedeutet, Sie haben Interesse gezeigt. Ja, das schon, aber es bedeutet nicht, dass Sie mich anrufen dürfen. Dafür brauchen Sie einen Was ist da, ey Mann? Das ist normal, dass ich Sie anrufen kann. Schauen Sie mal auf, mit ey Mann brauchen Sie mich schon mal gar nicht anreden. Schauen Sie mal, Sie tun, als ob Sie eine wichtige Mann sind, aber Sie sind nur eine Affe. Ja, nur eine Affe sind Sie. Wissen Sie, was Affe ist? Sagte der Affe am Telefon. Das sind Sie. Nur gucke. Ja, Affe. Machen Sie ja die Geräusche. Ja, also ich war das, ich war was ich will. Ja? Mhm. Ciao. Ciao. Sie wollen die Menschen betrügen. Das wollen Sie. Ciao, nicht. Ciao. Ich betrüge keinen Mensch. Ich betrüge nur die Affe. Sie sind ein Krimineller. Ich bin kein Kriminell. Sie sind der Kriminell. Nee, Sie sind der Kriminell. An. Ich weiß, wer Sie sind. Sie ja, sind der Kriminell hier. Ja? Mhm. Sie sind der Kriminell. Nee, Sie rufen ja mich an. Sie rufen immer an. Ja? Nee, Sie deswegen rufen habe ich an. Zurück ich habe angerufen. Sie ja nicht angerufen. Ja, deine Frau hat mir erzählt, was Sie sind. Mhm. Deine Frau hat mir erzählt, was Sie sind. Sie fragt Ihre Mutter deine Frau. Muss auch ganz stolz auf Sie sein. Ja? Hallo? Mhm. Hallo, Herr Trüger? Mhm. Hallo. Ja. Ja. Hallo? Mhm. Hallo, guten Tag. Ja, was denn? Mit wem spreche ich bitte? Na, mit dem, den Sie angerufen haben. Und wie ist der Name? Ja, mit wem möchten Sie denn sprechen? Mit Blumel. Was? Ich habe nicht, hab mich da nicht akustisch. Mit Blumel. Nee. Wie heißen Sie? Ja, das geht Sie ja dann nicht an, wenn Sie das nicht wissen.
Was ist denn der Grund Ihres Anrufs? Ich möchte mit deiner Mutter sprechen. Ja. Hallo, spreche ich mit Lucien? Wir sprechen mit keiner Lucien. Okay, schönen Tag noch. Hurensohn. Jo. Hallo, schönen guten Tag, Herr Woltmann. Guten Tag. Daniel Voss, mein Name. Guten Tag. Ich melde mich von der Autotrading-Software Crypto.de. Herr Woltmann, es geht hier um Ihre Anmeldung fürs automatisches Handeln. Ich habe mein Auto angemeldet. Habe ich eins gewonnen oder nicht? Nein, nicht fürs Auto, sondern Autotrading. Also es geht hier um Online-Handeln, Herr Woltmann. Wann habe ich mich denn da angemeldet? Das war durch Amazon. Nur ich habe hier gesehen, Sie waren schon einiger Zeit nicht aktiv und dieses Konto ist ja auch nicht aktiviert. Da ging es bei ums Autotrading natürlich über Kryptowährung, Aktien, Rohstoffe. Aber soll ich immer was sagen? Ja. Mit dem Amazon-Blödsinn, das glaubt Ihnen keiner. Bei Amazon dadurch haben Sie sich Trading anmelden, das geht nicht. Das dadurch? Nein. Dadurch haben Sie sich angemeldet. Das war unsere Werbung, wie? Nein. Bei Amazon kann man sowas nicht tun. Das ist Quatsch. Wollen Sie mich jetzt verarschen? Ich weiß doch, wo wir unsere Werbung haben. Aber ich kann Ihnen sagen, woher ich das ganz genau weiß. Ja? Ich arbeite bei Amazon. Ja, woher wissen Sie das denn? Habe ich Ihnen doch gerade gesagt, ich arbeite bei Amazon. Was denn? Sie arbeiten bei Amazon? Richtig, ich bin Programmierer. Okay. Und da? Ja, ist die Werbung nicht? Und da ist die Werbung nicht mit der Autotrading-Software oder wie? Amazon macht keine Werbung für irgendwelches Trading. Punkt. Also, ich weiß, dass Ihre Daten von daher kommen. Nö. Okay. Dann schönen Tag Ihnen, wenn Sie das nicht gemacht haben. Richtig. Schönen guten Tag. Was möchten Sie mir denn jetzt verkaufen? Hallo, Herr Steiner, wie geht's Ihnen? Entzückend. Wen habe ich denn da an der Leitung? Herr Steiner, ich bin Lukas Jäger und ich rufe Sie von Finanzmarktkontrollabteilung. Aha. Und so heißt die Firma, oder wie? Wie bitte? So heißt Ihre Firma, Finanzmarktkontrollabteilung GmbH, oder wie? Ich bin von Blockchains Finanzmarktkontrollabteilung. Aha. Und als ich in meinem System sehe, Sie haben ein Konto mit E-Mail-Adresse gerold.steiner@mdzfun.de geöffnet. Erinnern Sie es? Wann denn? Können Sie sagen mir, welche Plattform haben Sie geöffnet? Haben Sie Interesse im Finanzmarkt oder... Ja, wann habe ich denn das Konto bei Ihnen geöffnet? Wie bitte? Ja, wann habe ich denn das Konto bei Ihnen geöffnet? Es ist ein konfidentielle, Herr Steiner. Wann habe ich das Konto prüfen. Denn bei Ihnen geöffnet? Ich muss prüfen, es ist das Herr Steiner Gerold und ich habe ein paar Fragen mit Ihnen und bitte. Ja, aber ich habe zuerst eine gestellt und die hätte ich jetzt gern beantwortet. Wie bitte? Ja, wann habe ich das Konto bei Ihnen geöffnet? Welche Plattform haben Sie geöffnet, Herr Gerold? Wann? Welche? Ja, gar keine. Ich habe Ihnen eine Frage gestellt. Kriegen Sie das beantwortet oder sind Sie da zu blöd für? Circa maximal ein Jahr. Circa maximal ein Jahr. Was circa maximal ein Jahr? Ganze Sätze, Sie haben Sie gefragt zu mir, wann haben Sie dieses Konto geöffnet, ja? Circa maximal ein Jahr. Es ist meine Antwort. Aha, das ist eine sehr seltsame Antwort. Und was machen Sie jetzt hier nach einem Jahr noch bei mir? Was wollen Sie jetzt von mir? Können Sie sagen, welche Plattform haben Sie geöffnet? Was wollen Sie denn von mir? Was denn für eine Plattform? Okay, ich eine muss Plattform nicht. Haben Sie schon einen Tag und Schuss. Wie kann ich denn behilflich sein? Hallo, guten Tag, Patrick Larsson bin ich am Telefon, grüß Gott. Ich bin der Experte von der Firma ltdfx.com und sind Sie der Herr der Thorsten? Was? Sind Sie der Thorsten? Schickig. Ich verstehe Sie nicht, Sie nuscheln so. Also spreche ich mit dem Herrn Thorsten? Schickig. Ja. Genau. Und ich bin der Herr Patrick Larsson am Apparat. Ich bin der Ansprechpartner von der Firma LTD-FX. Und ich möchte es Ihnen heute weiter informieren über den Deutschen und den globalen Börse, ja? Nee, Sie wollen mich nicht informieren, Sie wollen mich abzocken und betrügen. Woher wissen Sie das, bitte? Ja. Woher weiß ich das wohl? Ist doch offensichtlich.
Das ist nicht stimmt. Sie glauben doch nicht ernsthaft, dass Sie mit Herrn Schickfick reden. Ja, sehen Sie? Und Sie haben zu mir gesagt, ja, das bin ich. Und wo ist das Problem jetzt? Also Sie versuchen mich zu verarschen, oder? Betrügen. Nein. Doch. Sie sind der Betrüger. Zuerst, ich habe Ihnen Ihren Namen gesagt und Sie sagen, Sie haben eine falsche, also Anmeldung gemacht, ja? Sie verlieren Ihre Zeit für nichts. Ich bin kein Betrüger. Sie sind der Betrüger, dass Sie verlieren Ihre Zeit für nichts. Sie verlieren Ihre Zeit für nichts. Sie wissen nicht ganz genau, in welchem Unternehmen arbeite ich. Ich weiß, dass Sie ein Betrüger sind. Da brauche ich das Unternehmen nicht wissen. Sie haben keine Erlaubnis, hier anzurufen. Doch, wir haben Erlaubnis. Nee, haben Sie nicht. Habe ich nicht gegeben. Doch, haben Sie gegeben. Und Sie wissen ganz genau. Nein, das weiß ich ganz genau, dass das nicht den Tatsachen entspricht. Ich habe kein Double Opt-in ausgefüllt und ich habe auch kein Häkchen gesetzt, dass ich angerufen werden möchte. Dementsprechend haben Sie nicht die Berechtigung, irgendwo einfach bei wildfremden Menschen anzurufen. Nur weil man sich irgendwo mal irgendwann eingetragen hat, berechtigt Sie das nicht, irgendwo anzurufen. Doch. Nee. Sie haben das an Meldung vor am Montag. Am Montag haben Sie auch gar nicht. Am Montag hat sich Ihr Chef die Daten gekauft. Wer hat Ihre Daten? Ich habe keine Zeit, dass ich Ihre Daten kaufe. Genau. Aber Sie rufen gerne die Leute an, um sie denn zu bescheißen, ne? Nein. Also Ihre Eltern schämen Sie sich. Stolz auf Sie sein. Nein. Hm. Ich akzeptiere das nicht. Ja, aber Entschuldigung. Das müssen Sie aber. Ist einfach. Nein. Sie sind Betrüger und ein Krimineller. Ich bin kein Betrüger. Sie sind der Betrüger. In einem illegalen Callcenter. Nein. Sie rufen nein. jeden Tag hunderte Menschen an und versuchen irgendeinen Dummen dabei zu finden. Ich versuche keine 100 Leute oder zum Anrufen. Mehr ist das nicht. Aber auf jeden Fall, ich versuche, das zu machen. Nicht mehr. Nein, Sie sind der Betrüger. Sie verschwenden Ihre Zeit und Sie machen die YouTuber für nichts. Ich verschwende deine Zeit. Da, ja, leg mich am Arsch. Nee, das wird nicht passieren. Deine Eltern müssen sehr stolz auf dich. Kannst du gerne, Kannst du gerne machen. Du musst du echt im Kinderheim aufgewachsen sein. Ja, hallo, guten Tag. Was willst du mir denn für eine schöne fertige Scheiße verkaufen? Was denn? Hallo? Ja, was hast du denn jetzt für eine schöne Trading-Scheiße für mich? Wie? Na, nur als die. Tja, ist aber zu blöd zum Reden. Ja. Ja. Guten Tag, mein Name ist Emma Jensen und ich rufe Sie von Barclays Bank an. Wir haben ein paar Informationen bekommen, dass Sie Geld verloren haben durch Online-Investitionen. Nee, habe ich nicht. Richtig? Sind Sie sicher gerade? Haben Sie nirgendwo investiert? An die Börse, Krypto, Bitcoin? Ja? Funktioniert der Betrug bei mir nicht, richtig? Das ist nicht richtig. Okay, Entschuldigung. Einen schönen guten Tag. Tschüss. Ja, hallo, schönen guten Tag. Herr Hartmut, ich bin Angelo. Wie geht es Ihnen? Alles gut bei dir? Ja, mir geht's ganz gut. Was möchten Sie denn? Ich melde mich wegen Ihrem Interesse an Onlinehandel. Das glaube ich nicht. Aber Sie haben bei uns eine Anmeldung gemacht, deswegen ich möchte ein paar Informationen mit Ihnen teilen. Aber wissen Sie, was ist Onlinehandel, wie es funktioniert? Ja, aber da gehört ihr ja nicht dazu. Ja, okay, aber Sie haben die Möglichkeit, alles besser zu verstehen, wie alles funktioniert, okay? Ja, aber und dann ist die eigene Entscheidung, was Sie wollen machen. Ja, das funktioniert ja bei euch nicht. Aber wieso? Haben Sie Erfahrung daran? Haben Sie in die Vergangenheit investiert? Nee, ich habe nicht in die Vergangenheit investiert. Das geht aber auch gar nicht. Wieso? Ja, weil man nicht in die Vergangenheit investieren kann. Okay, aber Sie haben die Möglichkeit, überhaupt jetzt eine Partnerschaft mit unserer Firma zu anfangen, damit Geld zu verdienen. Das ist leicht. Ja, aber Sie werden... kann man doch kein Geld verdienen. Aber was machen Sie beruflich, Herr Hartmut? Was ich beruflich mache? Scam-Data. Was? Wiederhole bitte. Scam-Data. Okay. Aber etwas mehr zu verdienen, okay, in dieser schlechten Zeitraum wird sein toll. Okay? Welche schlechte Zeit? Haben Sie gerade schlechte Zeiten?
Ja, es gibt eine Inflation. Die Preise aufsteigen, hingegen die Löhne nicht. Und Sie haben die Möglichkeit, mindestens alles zu ersetzen. Ersetzen Sie, was Sie mehr bezahlen, als wie viel hast du bezahlt für einigen Monaten. Wo haben Sie denn die Inflation gerade? Wo haben Sie denn die hingelegt? Irgendwo, in die Lebensmittel, in die Rohstoffpreise und so weiter und so weiter. Haben Sie die da gefunden, ja? Okay. Aber etwas mehr zu verdienen ist immer toll. Wann es gibt eine Inflation oder wann es gibt keine Inflation. Geld verdienen ist toll. Warum? Das ist der Grund, dass Sie aufwachen jeden Morgen und in Arbeit gehen, oder nicht? Verstehe ich nicht. Ja, du aufwachst jeden Morgen und gehst arbeiten, damit etwas mehr zu verdienen. Geld zu verdienen ist immer toll, oder nicht? Nee. Wieso arbeiten Sie, wann es nicht toll? Ja, wer sagt denn das? Wieso bist du gerade nicht in die Urlaub, aber du arbeitest? Wann ist nicht toll, Geld zu verdienen? Ich hab doch gerade Urlaub. Aber wenn du wolltest kein Geld, wieso arbeiten Sie? Entschuldigung. Nee, ich kann das nicht verstehen. Also, warum gehen Sie in die Arbeit jeden Tag? Ja. Mach ich doch gar nicht jeden Tag. Okay, wann Sie gehen, ist mir egal. Zweimal pro Woche, dreimal pro Woche, ich weiß das nicht. Wie viel Sie arbeiten. Aber warum arbeiten Sie, wenn Sie wollen kein Geld verdienen? Na, weil man ja von irgendwas überleben muss. Das hat ja nichts mit Wollen zu tun. No, ich habe das verstanden, aber du hast mir gesagt, es ist nicht wichtig, Geld zu verdienen, ist egal. Aber wieso? Ja, ist doch egal. Geld ist doch jetzt nicht das Wichtigste, oder? Nein, ich kann Ihnen nichts zwingen, Entschuldigung. Aber Sie haben bei uns eine Anmeldung gemacht und deswegen, ich melde mich an. Ich habe einen Grund, Ihnen zu rufen. Sie haben bei uns eine Anmeldung gemacht. Ja, du hast bei uns eine Anmeldung gemacht vor 2 Monaten. Das heißt, Sie, deswegen rufe ich Ihnen an. Okay? Aha, das glaube ich trotzdem nicht. Aber ich habe die Möglichkeit, alles zu beweisen. Du hast bei uns eine Anmeldung gemacht. Aber ist alles egal. Lass mich ein paar Informationen mit Ihnen teilen, okay? Kannst du dir mal ein vernünftiges Headset holen? Was muss ich wiederholen? Nee, ein vernünftiges Headset holen. Okay, gerade ich empfehle Ihnen. Weil dein Mikrofon klingt so, als würde das irgendwo drinstecken, wo es nicht hingehört. Okay, ich habe das schon erklärt. Ich kann Ihnen nichts zwingen. Aber mindestens, gib mir einen Grund. Wieso Sie aber haben keine Interesse? Du kannst ja nicht mal im Ansatz Deutsch. Wer soll dir das glauben? Nein, ich habe die Möglichkeit, noch weiter zu sprechen. Aber gib mir einen Grund, damit du kein Interesse hast. Und so, ich werde gerne deine Nummer löschen oder streichen und verschwunden, deine Nummer von meiner Liste. Aber gib mir mindestens eine Nummer streichen. Das ist ja witzig. Nein, aber ich brauche einen Grund, damit deine Nummer zu löschen. Ja? Gib mir einen Grund und dann ich werde gerne deine Nummer löschen. Ja? Glaub ich. Aber du kannst ja nicht. Ich werde das gerne machen. Kannst ja nicht mal richtig Deutsch, nicht mal ein bisschen eigentlich. Das ist ja furchtbar. Das sind Ausreden, mein Lieber. Du wolltest Ausreden zu finden, weil du wolltest nicht antworten. Das heißt Sie. Warum verändern Sie die Gespräche? Okay, es gibt ein anderes Gespräch. Wir sprechen über die Onlinehandel. Okay? Das heißt und ich habe Ihnen gefragt, gib mir eine Gründe, okay? Eine seriöse Gründe. Ja. Und ich werde gerne deinen Namen löschen. Du musst nicht die Gespräche verändern. Du musst nicht Ausreden zu finden, okay? Das heißt Ihren Namen, nicht deinen Namen. Okay. So, ja. Ich werde Ihnen Onlinehandel lernen und du wirst mich sehr gut das heißt, die Deutsche lernen. Sie du musst die Deutsche lernen. Aber ich bin Ausländer, Bruder. Ich bin Italienisch. Ich komme aus Italien und... Albanien. Was? Albanien. Wo bleibt? Ist die Innenstadt von Tunesien oder nicht? Nee, Albanien. Wo bleibt Albanien? Ja, du kommst doch aus Albanien. Vielleicht, ich habe das schon gehört, ich weiß das nicht, wo bleibt dieses Land, aber ich habe gehört, vielleicht ist die Innenstadt von Tunesien. Ist eine Stadt oder ein Land? Es ist ein Land. Wo? Keine Ahnung. Ich habe immer gedacht, dass Albanien ist die Innenstadt von Tunesien oder Marokko, ich weiß das nicht. Und du hast arabische also Land. Ahnung von Trading. Ah, ich habe keine Ahnung von Trading. Ja, das merke ich. Ah, okay. Ja. Fragen Sie mich über etwas. Stellen Sie mich eine Frage und wir haben die Möglichkeit zu schauen.
ob ich kenne diesen Bereich oder nicht. Ja, da brauchen wir, glaube ich, gar nicht überlegen. Stellen Sie mich eine Frage. Ja? Ja, stellen Sie mich. Die Zähne geputzt? Nein, aber stellen Sie mich eine Frage. Habe ich doch und gerade. So, was wollten Sie gerne wissen? Sag mir Bescheid. Ja, hast du deine Zähne geputzt? Ja, genau, ich habe das. Ja. Aber was interessieren Sie das? Was hat das zu tun mit dem Onlinehandel? Das hat nichts zu tun mit dem Onlinehandel, Hartmut. Okay? Nee. Ich dachte, man kann mit Zahnpasta handeln. Hartmut, hören Sie sich an. Schimmeldöner. Ich werde Ihnen jeden Tag rufen, weil ich habe eine Gründe. Okay? Okay, du hast bei uns eine Anmeldung. Du hast bei uns eine Anmeldung gemacht, glaube ich. Ja? Deswegen, ich rufe Ihnen an. Aber lass mich ein paar Informationen mit Ihnen teilen, okay? Wir haben die Möglichkeit, ein bisschen seriöser zu werden, okay? Eine seriöse Sprache zusammen zu machen, okay? Aber und bei so, dir bekommt man doch keine seriöse Sprache. Nein, ich bin sehr seriös. Bist du nicht seriös? Du hast, hast Lust zu witzen, ich spielen mit mir. Ich finde dich nicht besonders seriös. Ah, ich bin sehr seriös. Bist du, dass du wolltest mit mir spielen? Aber du hörst dich nicht besonders seriös an. Wieso, ich bin nicht seriös? Naja, mit deiner Aussprache und so. Klingt nicht seriös. Ah, du kriegst das nicht klingt seriös. Klingt eher so wie ein Betrüger. Ah, Betrüger, verdammt. Ja. Aber ich bin ein guter Mensch, glaub mich. Nee. Ich bin nicht ein Betrüger. Doch. Was soll ich mit Ihnen machen gerade? Machen ich habe die Möglichkeit, eine Sache machen, weil du hast mich Betrüger genannt. Das genau. Ist, okay? Ein Zeichen machen, das ist nicht gut, okay? Aber so ist es mich doch. Zu beleidigen. Du hast mich beleidigt. Du hast ja? Mich Betrüger genannt. Und das ist, okay, ja, unhöflich. Das ist sehr unhöflich. Einen unerkannten Mann Betrüger nennen. Bitte schön. Gerne. Nein, bitte schön nichts. Doch. Ist wirklich sehr unhöflich. Das wie kann man Betrüger ein andere, ein unbekannter Mensch, unbekannte Leute zu nennen? Genau, okay? Wie kann man denn unbekannte Menschen? Ich fühle mich Menschen sehr beleidigt. Glaub mich, ich fühle mich sehr, sehr beleidigt. Aber was soll ich gerade machen? Sie denn unbekannte Menschen? Ich betrüge nicht, ich bin ein Vertreter. Ich habe die Möglichkeit, mit Ihnen zu arbeiten. Nee. Okay? Du bist doch nur ein Krimineller. Ich bin nicht unhöflich. Du bist sehr unhöflich, ich hingegen bin nicht. Ich bin sehr höflich. Aber ich bin sehr höflich ja mal, mit Ihnen. Aber du kannst ja nicht mal vernünftig sprechen. Nein. Aber das ist eine Ausrede, Bruder, glaub mich. Nee. Du wolltest verschiedene Ausreden zu finden. Aussage, keine Ausrede. Nein, das ist eine Ausrede. Nee, eine du Aussage. Wolltest die Gespräch zu verändern. Gespräch, das hast du aber gut gespracht. Tja. Okay, und dann? Vielleicht solltest aber du noch mal einen Kakerlakenkurs besuchen. Nein, aber ihr seid 10 Minuten, dass wir zusammen sprechen und du hast mich schon verstanden, nicht? Nee. Nein? Nee, deine Aussprache ist so, gerade, du hast mich geantwortet. Ich habe das gut gesagt, ne? No? Nee. Ich habe das fließend gesagt. Ja, nee. Wieso hast du geantwortet? Nee. Was habe ich gesagt, damit du nichts zu sagen? Weiß ich nicht, das kann man ja nicht verstehen so gut. Aber du verstehst aber. Vielleicht es gibt eine schlechte Verbindung, aber woher weißt du das? Wie alt sind Sie, Herr Hartmut? Ich bin 34 Jahre alt. Ja. Und du hingegen, wie alt bist du? Ah. Ja, du hast die Frage verstanden, aber du wolltest nichts dazu verstanden, okay? Ja, du hast die Frage verstanden. Wie alt sind Sie? Das ist fließig Hochdeutsch. Sehr fließig Hochdeutsch. Und sehr du hast das verstanden? Mhm. Ja, fließig Hochdeutsch. Das ist Hochdeutsch. Aha. Ich bin 34 Jahre alt. Nee. Und du hingegen, wie alt sind Sie, Hartmut? Du bist 80, 90, 100 Jahre. Wie alt bist du? Bist ein alter Mann. Du bist nur 90 oder 100 Jahre? Nee. Mehr oder ein bisschen? Nee. Weniger. Das passt nicht. Du bist 90 oder 100 Jahre alt? Oder ein bisschen mehr? Ein bisschen oder weniger? Mehr? Du bist mehr? Du hast mehr oder weniger als 90 Jahre alt? Nee. Ah, ich... 50... Kann ich dir denn behilflich sein? 50? Du hast 50? 45? Was machen wir denn heute noch Schönes?
Ja, so, du hast Lust mit mir zu spielen, so? Ja. Ja, okay. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag. Nee. Sehr, sehr höflich. Du bist sehr höflich, Hartmut. Ja, das weiß ich. Und bleiben Sie gesund. Bleiben Sie... Ah, ich bin Betrüger. Gerade ich kann sagen Ihnen. Okay, du hast mich beleidigt. Ich kann mich nicht mehr weiterarbeiten. Ich gehe in die Polizeiposte gerade und ich werde an eine Sache machen. Überhaupt jetzt, glaube ich. Eine Sache, ja, Betrüger. Ja, ja. Betrüger, nochmal Betrüger. Ja, Krimineller. Krimineller Betrüger. Ja, ich bin keine Krimineller. Ich gerade bin bereit zu weinen, mit was du hast mich gesagt. Du hast mich Betrüger genannt. Und das ist sehr unhöflich. Weine mal. Ich möchte das mal sehen. Schönen guten Tag. Tschüss. Ja, Betrüger. Ja, bitte. Mos lërit e humorit e mia, të lutem. Ja, bitte. Ja. Hi, sir. How are you today? Absolut. This is Marco. I'm calling you from Golden Pro Invest Company. And I wanted to share with you some information regarding financial crisis that's been going on around the globe. Uh-huh. Okay? Uno? Can you hear me, sir? What will you do? Excuse me? What will you do? Can you speak English? Nee. Und du? Bitte? Не слышу. What will you do? Он не спаркался отправлять. Сейчас я посмотрю. Я тебе отправил. Wir sollen das verstehen. Что я ему давал? Спаркасы, да? Это плохо? Und was soll ich jetzt werden? Aha, sehr interessant. Schnecke. Herr Steiner, alles klar? Ja, bitte. Ja, lieber Herr Steiner, und noch ist mein Name. Ich sehe hier in Ihren Akten, Sie haben beleidigt unsere Mitarbeiterin, nachdem Sie sich bei uns angemeldet haben. Deswegen meine Frage an Sie, was soll das, lieber Herr Steiner? Alle Gespräche sind aufgezeichnet und ich erwarte von Ihnen Erklärungen in diesem Zusammenhang. Die Gespräche werden dann im Anschluss auf YouTube veröffentlicht, das ist richtig. Sehr schön, es ist sehr schön. Das erwarte ich auch, das mache ich auch, aber nicht nur bei YouTube, sondern ich gehe zur Polizei, lieber Herr Steiner. Ja? Das ist sehr gut, das wünsche ich mir sogar. Ich bitte darum, Machen Sie das am besten gleich, weil dann habe ich Ihre Daten. Ja, bitteschön. Hallo? Ja, was denn? Hello, can you hear me? Ja, ich kann dich hören, Schnecke. Can you speak English, sir? Ja, könnte ich machen, aber wir haben ja einen deutschen Kanal. Only German? This is a German YouTube channel. Not English. YouTube? I understand, sir, but I'm calling regarding a registration. Wir wollen doch jetzt auf Deutsch weitermachen, weil dann verstehen doch die meisten Zuschauer oder viele das nicht. Müssen wir schon auf Deutsch. Okay, just hold on a second, sir. Ja, hallo? Ja. Hallo, wie geht's? Ja, wer ist denn da? Sprechen Sie German oder Österreich? Ja. German, ja? Mein Name ist... Sprechen Sie Englisch? Nee, haben wir aber schon gehabt. Mein Name ist Anthony Schmidt. Ich bin German too. Das könnte doch jetzt nicht ernst meinen.
Wir sollen das einen Moment, einen Moment bitte, einen Moment bitte. Ich rufe Sie von Golden Pro Invest. Hallo? Ja, was denn? Ich rufe Sie von Golden Pro Invest. Ja, und du? Wir haben eine Kampagne in Bezug auf die Finanzindustrie. Alexa, stopp. Essen ist fertig. So, jetzt habe ich keine Zeit mehr für so einen Quatsch. Essen ist jetzt... Ja, Essen. Wir haben eine Kampagne in Bezug auf die Finanzindustrie. Aha, und? Ja? Was nun? Ich habe doch gerade gesagt, ich habe doch keine Zeit mehr. Ja. Der Ofenkäse ist fertig und der wird aber sonst nur eklig, wenn man das so lange drinnen lässt. Soll ich jetzt hier noch ein bisschen Musik hören, oder was? Sie sagten, Sie sprechen keine Englisch, oder? Nee, ich kann nur Chinesisch. Ah, und du bitte? Ja, und Chinesisch. Haben Sie eine Erfahrung? Haben Sie eine Erfahrung? Sie sagten, Sie sprechen keine Englisch, oder? Ja, aber nur ja, Englisch und Chinesisch oder sowas Ähnliches. Ja, Englisch. Keine Chinesisch. Ach so, aber ich kann nur Chinesisch. Und was wird das jetzt? Willst du mir da jetzt eine Musik im Hintergrund vorspulen, da vorspielen? Das hat doch einfach ein Copyright, ist doch was Scheiße. So, du musst jetzt was sagen, ansonsten lege ich auf. Möchten Sie Witze mit mir? Ja? Ja? Ja. Der Hurensohn. Ja? Ja? Das kannst du ja einwandfrei sprechen, wa? auf Wiedersehen, Hurensohn. Nee, das heißt auf Wiederhören. Aber ich hoffe eigentlich nicht. Aber kann ich denn behilflich Hallo? Sein? Ja? Hm? Schönen guten Tag, Herr Steifenger. Hier ist Ihre Kontoberater auf dem Finanzmarkt. Ein Kontoberater? Ihre Handels- ja, auf dem Finanzmarkt. Sie haben eine Registration gemacht. Und wie heißen Sie? Ja. Ja. Hallo, Becker hier. Ich hätte gern den Herrn Stein gesprochen. Bin ich da richtig? Steiner. Wunderbar, ich grüße Sie, Herr Steiner. Ich melde mich aus der Verwaltungszentrale der GES aus Berlin. Sie haben Ihr aktives und kostenloses Gewinnspiel nicht gekündigt. Haben Sie das spielen wollen oder haben Sie das vergessen? Nö, gibt gar kein Gewinnspiel. Sie sind doch der Gerold Stein. Ja, at googlemail.com, Steiner, oder? Aber gibt ja trotzdem kein Gewinnspiel, an dem ich teilgenommen habe. Das haben sie sich ausgedacht und lesen das jetzt vor. Und wenn mir jetzt erzählen, dass sie auf 3 Monate verkürzen können. Aber das ist ja Quatsch. Das ist ja kompletter Blödsinn. Das ist nichts anderes als Scam. Wollen Sie bei uns was los mit Ihnen? Hat niemand auf den Kopf ins Hirn geschissen oder sowas? Gucke. Das war's schon mit unserem Hörspiel Kakerlakenparty. Vielen lieben Dank, dass du eingeschaltet hast. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass doch gern einen Daumen nach oben da. Wenn du keine weiteren Videos mehr in Zukunft verpassen möchtest, dann abonniere gerne den Kanal. Am besten gleich mit Klingelglöckchen, denn dann bekommst du auch immer eine kleine Information, wenn wir etwas Neues auf dem Kanal veröffentlicht haben. Ich bedanke mich fürs Reinhören. Die Welt ist böse, passt auf euch auf, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.